Mann! Hast du dir schon mal das Wetter angeguckt? Willst du da wirklich arbeiten? Überleg mal, es regnet. Nass alles. So ein Wetterchen. So ein blödes Wetter. Und da willst du wirklich was machen? Leg dich wieder hin. Sei gut. Ich hab keine Lust. Zu nix. Ich will nur jammern. Ach, Jammerlappen. Komm, mein Guter. Sei lieb. Hör auf zu jammern, mein Jammerlappen. Und jetzt leg mal los. Unsere Abonnenten wollen was sehen. Abonnenten. Lass mich jammern. Geh in deine Ecke. So, meine Guten. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja wieder in Schweinfurt gestanden heute. Gestern zu heute. Halb gestern, halb heute. So, und jetzt geht's los. Auf los geht's los. Wir machen nicht in die Hose. Hat sich da wegen keiner vor uns gestellt, ne? Hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Wie der hier dazwischen kommt, das ist mir auch ein Rätsel. Der muss ganz schön zaubern. Ich habe hier immer was am Finger, so Hornhaut. Komisch. Komisch. Hornhaut am Finger. Aber an einer Stelle, wo ich eigentlich gar nicht damit arbeite, ne? Mit dem Finger meine ich. Nicht mit der Stelle. Ach. So, wir stehen hier um den Kreisverkehr rum. Und dann geht's auf die Autobahn. Wieder eine schöne lange Pause gehabt. Wie sich das gehört. Endlich regnet's mal. Es wurde auch langsam mal Zeit, dass mal ein bisschen ab und schön langsam regnet's, ne? Nicht so Platzregen, so doll ist, sondern schön langsam. Dass es auch schön einsickern kann in die Erde, dass es Zeit hat, das Wasser. Das haben sie hier schön gemacht auf der Straße mit den ganzen Kreisverkehren. Und dass es so schön breit ist, die Europaallee. Dass man sich hier so schön herstellen kann. Das finde ich auch in Ordnung. So, gestern sind wir hier auf der Autobahn gefahren. Heute fahren wir auf der anderen Seite auf der Autobahn, weil wir in die entgegengesetzte Richtung wollen. Heute müssen wir ja nach Böblingen Ware abliefern, nicht nach Bad Rodach Ware laden. Tunnel geht heute ein bisschen schleppend. Aber es rollt.
Und das ist die Hauptsache. Mehr als Licht und Strom steht hier auf dem kaputten Auto. Das sind Elektrikers. Elektrikers! Es rollt langsam, aber es rollt. Er rollt und rollt und rollt. Der Reifen von Reifen schwarz. Ne, guck mal, sind wir doch schon in der Baustelle drinne. Rollt doch ganz gut. Kann man doch nicht meckern. Dass er in Ordnung ist, der Tunnel, wollen wir ja auch. Also müssen wir auch in Kauf nehmen, dass da mal Baustelle ist. Und solange wir nicht irgendwo vorm Tunnel stehen, kann man nicht meckern. Seht ihr, wo wir sind? Gleich geschafft haben wir's. Ha! Lassen wir uns mal überraschen, wie lange wir rumstehen. Vielleicht haben wir ja auch Glück und stehen nicht lang rum. Werden wir sehen. Sieht aber sehr voll aus, der Parkplatz. Wenn ich so hier Blick geworfen habe von vorn. Bio-Bäckerei. Ei, 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 die Bio-Bäckerei. In der Bio-Bäckerei. Nehmen Sie nur das Bio-Ei. Ach Leute, solange wir noch lachen können, Humor ist die Würze des Lebens. Was wären wir ohne unseren Humor? Meine Guten, das ging ja mal zügig. Gerade mal eine halbe Stunde musste ich warten. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass es länger dauert, weil ich nämlich ein neues Zeitfenster bekommen habe, und zwar 14.45 Uhr. Aber da haben sie noch einmal ein Einsehen gehabt mit mir.
kann mir zwar nicht vorstellen, dass er das Zeug jetzt braucht, dringend. Aber mir ist es recht, wenn sie abladen. Mir ist es sehr recht, wenn sie gleich abladen. So, und dann fahre ich nämlich nachher noch mal rüber auf den Parkplatz. Mache noch eine schöne Pause und dann fahren wir Richtung Böblingen hoch. Ich erzähl wieder eine Scheiße. Fahr nicht Richtung Böblingen, ich fahr dann Richtung Bad Rodach. Mensch, Mäusel, dein Gehirn ist ausgetrocknet oder was? Oder wie, oder was, oder wem? Oder warum? Oder wer? Lass mal gucken, was sie da drüben sagen. Vielleicht war es ja auch blinder Alarm. War auch schön, dass sie mich rübergerufen haben. Dann haben sie gesagt, ach, Lara, voll. Na gut. Dann schauen wir mal. Also Freunde, bis später. Guten. Ich habe fertig. Jetzt gucken wir mal. Runter nochmal auf den Parkplatz, machen nochmal eine Pause. Schön frühstücken. Und dann geht's ab die Post nach Bad Rodach. Leergut anliefern. Und dann mal gucken, ob wir dann gleich wieder laden oder was dann ist. Was sich meine Dispo dann so ausgedacht hat. Schauen wir doch mal, was sich die Dispo dann so ausgedacht hat, wenn es soweit ist. Jetzt fahren wir erst noch mal auf den Parkplatz und machen noch mal Pause. Schön Frühstück. Es ging ja dann alles rucki zucki. Da bin ich ja nicht einmal zum Frühstücken gekommen, ne? Guckt, den anderen Kollegen rufen sie auch schon rein. Hat das doch wunderbar geklappt alles. So. Jetzt lasse ich mir mein Frühstück schmecken. So, meine Guten. Jetzt habe ich lecker gegessen. Bin gestärkt. Hab noch Kaffee in der Tasse und jetzt können wir losmachen.
schön hier raus. Guckt, jetzt ist er weg hier unten. Jetzt ist er weg hier unten. Steht nur noch da vorne einer. Wir fahren gleich hier durch. Mit euch jetzt hier. Na, beweg mal deinen Hintern, Mädel. Schlendert hier. Und du stehst hier mitten im Weg. Sag nur mal, was soll denn das? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So viel Platz und der steht hier mitten im Weg. Jetzt habe ich gerade mit meinem Disponenten telefoniert. Der hat mir nämlich eine Nachricht geschickt, ich solle bitte nach Bamberg kommen. Und da wollte ich ja nur wissen, ob ich vorm Abladen in Bad Rodach nach Bamberg kommen soll oder danach. Weil er geschrieben hat, er hat morgen eine Spezialaufgabe für mich. Ja, dann habe ich gerade mit ihm telefoniert. Und ich soll nach Bamberg kommen, bevor ich ablade. Weil morgen ein Kollege in Neustadt, Sachsen, einen Auflieger vorlädt, den nehme ich dann morgen in Bamberg auf, fahre den nach Sindelfingen, weil er gerade, wenn er von Bamberg nach Sindelfingen, nach Neustadt fährt und wieder zurück, ist er mit der Fahrzeit ziemlich dicht. Also da schafft er es auf jeden Fall nicht mehr nach Sindelfingen. Und deshalb fahre ich dann mit diesem Auflieger nach Sindelfingen, entlade den, lade Leergut und dann fahre ich wieder nach Bamberg, stelle den Auflieger hin und mache wieder Feierabend. Und so der Plan. Freitag laden wir dann in Bad Rodach das Leergut ab und laden dann für Bremen für den Montag. Ist doch ein guter Plan, oder nicht? Finde ich jedenfalls. Hat er sich mal ganz schön weit hinausgelehnt. Aber das müsste funktionieren, so wie er sich das ausgedacht hat. Ich denke mal schon, dass das klappt von Bamberg bis Sindelfingen brauche ich. Wie lange brauche ich da? 3,5 Stunden. Abladen, laden. Lass es eine halbe Stunde Werksverkehr sein. Kann sein, dass ich in die andere Ladestelle da unten muss, wo man da unter der Brücke durch und dann rechts rein. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Wobei ich sogar mal vermute, dass das dort geladen wird. Weil das diese großen Schränke sind. Ja.
Wenn es blöd läuft, habe ich zwei Abladestellen, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Und dann müsste das eigentlich so funktionieren, wie ich mir das jetzt einbilde. Na toll! Oh Mann! Hätte ich das geahnt, wäre ich Kist runtergefahren. Gerschsheim. Das ist doch nicht normal. Warum zeigt denn die Tante hier das nicht an? Mensch! Das hast du fein gemacht, Pole. Alter, der kann sich doch auch hinter mir anstellen, der Blödmann. Muss hier noch rein und reinquetschen und... Da könnte ich dann hier... Wisst schon, ne? Sag ich nichts dazu. So, was regt mich auf? Der sieht, dass hier eine Schlange ist, der sieht, dass alle Warnblinken, aber er muss noch hier vor mir rein. So ein... Ah, Punkt, 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 Punkt. Aber es scheint zügig zu gehen, wie es ausschaut. Ja, hätte ich das eher gesehen, wäre ich nämlich Gerschsheim runter Richtung Kist und dann Kist wieder auf der A3 drauf. Ach Mann, 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 Mann. Das hätte mir die Tante hier aber auch zeigen können. Jeden scheiß kleinen Furzstau zeigt sie an, aber sowas nicht. Ach so, da muss ich jetzt mal rangehen. Bis später. Also, das war nämlich meine liebe Lilly gerade am Telefon. Die sucht Werkzeug. Die braucht dringend Werkzeug. Ich kann ja aber jetzt auf die Schnelle auch nicht erklären, wo das liegt. Ich hab's, was sie sucht, aber ich weiß nicht wo. Menno. So, geht das jetzt mal weiter hier? Scheinbar nicht. Ach Mann, wenn ich das gewusst hätte. Na gut, das hätte mir aber auch nicht viel gebracht. Da wäre ich hier oben rausgekommen und wäre dann auch nicht viel weiter. Nicht wirklich. Nicht wirklich viel weiter. Und dann weiß man auch nicht, ob auf die Idee nicht schon noch andere gekommen sind und die Landstraße nicht auch verstopft ist hier rüber zu. Das hätte mir dann auch nicht viel geholfen. Auf der Industriestraße hat er gesagt, ist Platz zum Hinstellen. Da bin ich ja gespannt. Das ist hier im Industriegebiet, ja. So, wie muss ich da jetzt fahren? Hier nicht. Hier runter. Hier runter ins Industriegebiet. Sie haben ihr Ziel erreicht. Nicht da.
Hier ist schon erstmal Parkverbot. Ne? Mein Lieber. Und zwar Anfang nach da. Für Gäste, Sister. Das Beste nur für die Gäste. Hier ist Schäffler. Ach, guck, hier stehen sie alle rum. Hier stehen sie doch alle rum. Hier ist verboten. Na, gucken wir mal, da ist irgendwo eine Wendeschleife. Und dann stellen wir uns auch mit hier auf der Seite hin. Hier geht's zum Eichhorn. Und zum Schwarzmüller. Da kann man auch irgendwo wenden, glaube ich. Spätestens hinten beim Palm kann ich wenden. Bei der Papierfabrik. Ach, hier ist überall Platz. Hier könnt ihr überall. Kann man überall parken. Bloß auf der Seite nicht, aber eben auf der. So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo müssen wir doch mal hier wenden können. Hier ist der Eichhorn, siehst du? Umwelt und Entsorgung. Oh, habt ihr hier diese Skulpturen gesehen? Die seht ihr gleich nochmal, wenn wir wieder vorfahren. So. Hier ist zwar keine Wendeschleife. Hier ist auch kein Platz zum Umdrehen. Oh, das ist doch zum Kotzen. Wieso gibt es denn hier keine Wendeschleife? Alles nur Einfahrten. Keine Wendeschleife. Hier ist der Schwarzmüller. Guck mal, da steht ein Auflieger vom Elflein. So. Ach, hier ist ein riesen Parkplatz. Da kann man vielleicht wenden. Ach, das ist doch der Parkplatz von der Papierfabrik. Nee, hier ist doch eine Wendeschleife. Sag das doch gleich. Hier ist doch eine riesige Wendeschleife. So, und dann fahren wir wieder ein Stück vor und stellen uns da vorne auf der anderen Seite hin. Das waren Papierfahrer von der Firma Elflein. Und hier drinnen steht ein Auflieger von der Firma Elflein, wahrscheinlich zur Reparatur.
beim Schwarzmüller. Schau an. So, und jetzt fahren wir wieder hier vor. Au, au, au. Das hat doch hinterzu nicht so gehoppelt. Auf jeden Fall passt die Neigung, egal wo wir jetzt hier stehen bleiben. Spannwerk. Ein riesiges. Ein riesiges Umspannwerk. Und hier lacht der Beluga. Der haben wir in der Papierfabrik. Hier vorne stellen wir uns mit her. Nach der Kurve. Wo die alle stehen hier. Hier stellen wir uns mit her. So, meine Guten, jetzt stehen wir hier schön, sehr schön. Ach, jetzt machen wir hier Feierabend und brauchen uns nicht in meinen Wecker stellen für morgen, weil wir nämlich morgen erst 10:30 in Bamberg sein müssen. Das sind von hier aus, 20 Kilometer. So, und da bleiben wir jetzt hier schön stehen, machen schön Päuschen und morgen 10:30 fahren wir wieder los nach Bamberg. Auflieger tauschen, nach Sindelfingen, abladen, Leergut laden, wieder nach Bamberg. Auflieger nehmen und dann gucken wir mal, dass wir noch ein Stückchen Richtung Bad Rodach kommen. Vielleicht kommen wir sogar noch bis hoch, werden wir sehen. Also meine Lieben, dann in diesem Sinne, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, ein gutes Nächtle. Und bis morgen 10:30. Tschüss.